Gut, Kamera drum gesponnen. Machen wir einen zweiten Teil mit den Briten einfach. Ja, Technik, ihren Technik. Okay, also, wir haben den britischen Offizier. Wir haben natürlich auch die Dame mit der Brenner, die gehört nicht offiziell dazu. Also wieder Drill Sergeant. Britischer Offizier rennt voraus, versteckt sich nicht, 50 Punkte. Jeweils einen Infanterietrupp hier. Die haben einen Offizier mit Maschinenpistole. Und ich gucke gerade, wo ist mit der Brenner? Eine mit einer Brenner, weil wie gesagt, die dürfen nur einen haben laut Regeln. Und dass der Loader das Magazin reicht. Gleiches hier drüben, exakt das gleiche. Und dann haben die hier die. Jetzt muss ich es abfangen, glaube ich. Oder so ein bisschen schwenken. Die Boys an die Panzerabwehr und den Mortar. Der kostet auch 35 Punkte. Wie gesagt, die sind beide im Regelbuch nicht drin. Das ist ein bisschen schade, weil. Ich baue ja parallel gerade Warhammer und habe da die ersten Einheiten jetzt gebaut. Da war halt bei jedem sozusagen gleich die Regeln, die Werte dabei. Und man kann sogar die Regeln nach dann runterladen, die Basisregeln irgendwo. Und könnte dann sofort, wenn man zwei Packs gekauft hat, gleich miteinander spielen oder so, wenn man das wollte. Das wird da halt jetzt schwierig werden, wenn man keine Werte hätte für die Einheiten. Kann man sich also im Internet holen, ja klar. Der Humber. Der hat, was gut fand, man kann den zweiten Turm zu ist bauen. Ich weiß nicht, ob der dann drauf geht. Je nachdem, wie man bauen will. Einmal 95 und einmal 143 Punkte. Wobei der mit dann hat eine Panzerabwehrkanone und sonst eine leichte Autokanone. Wäre also ein bisschen unfair gegenüber dem Spähfahrzeug. Von deutschen Panzerabwehrgranaten, Panzerfäuste und so Gedöns habe ich jetzt natürlich nicht berücksichtigt. Man könnte es auch noch alle auf Elite kaufen oder irgendwas. Aber es sind jetzt alles reguläre Truppen. Und dann kämpft man in England auf 416 Punkte, also ein bisschen weniger. Klar, weil die haben nur noch eine MP im Trupp im Gegensatz zu den Deutschen. Und die haben nur eine Maschinenpistole im Trupp. Ja, werden wir mal sehen, wie sich das auswirkt. Und als nächstes lassen wir uns ja alle mal gegeneinander kämpfen. Ha, zumindest die Fahrzeugregeln muss ich. Ich muss die Regeln ein bisschen durchlesen, aber dann können wir das zumindest mal so ein Demo-Spiel machen, wie die Regeln sind. Ja, da muss man mal den Platz schaffen. Mein Problem ist vor allem die Waffen, die haben alle, was weiß ich, wenn eine Waffe 10 Inch hat, dann ist die eh über den ganzen Tisch. Also selbst mit der Pistole kann man sich über den ganzen Tisch bekämpfen bei mir. Ja, mal schauen. Aber das wäre bestimmt auch mal interessant. Ach, vielleicht, weil ich dann bei Warhammer mal was eher Ähnliches mache, wenn man die Mechaniken vergleiche, wie die funktionieren. Und wäre vielleicht mal ganz interessant, das aus, ich habe ja da keine Meinung zu was, aus neutraler Perspektive ein bisschen zu sehen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.